So, okay. Haben wir das auch erledigt. Können wir hier wieder regulär weiter. Da geht es über die Brücke rüber. Die Aufgabe müssen wir noch erledigen. Wunderbar. Jetzt können wir ja im Prinzip mal andersrum gehen. Hier lang. Okay, da ist Zeug, das ich noch mitnehmen möchte. Da ist ein Mana-Schrein. Was auch immer der bringt, außer Mana. Das heißt, er ist eigentlich total Verschwendung. Also zumindest für einen Schrein. Im Vergleich, also ich meine, die Verhältnismäßigkeit, so oft wie Schreine gibt, die sind ja selten, und dann nur Mana kriegen, da ist das eigentlich fast lächerlich. So, da ist Gold. Da ist der tote Abenteurer, den würde ich gerne mitnehmen, dann würde ich ganz gerne darunter. So, dann ist da noch eine Truhe. Ja, fall du mal. Alles klar. Auf Wiedersehen, da ist Gold. Hier unten ist irgendwas. Ein Schädel, da ist ein riesiger Mana-Trank und dann hier jetzt auf Wiedersehen. Wunderbar. Ich schau mal, dass wir Mana wieder kriegen. Perfekt. So, und dann können wir ja da oben weitergehen. So, da gibt es noch riesige Tränke. Was haben wir noch hier? Da haben wir noch eine Truhe. Da haben wir noch Gold. Da haben wir noch eine Tür. So, dann können wir hier noch weiter. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir schon waren. Super. Da wollte ich ja eigentlich gerade einsammeln und dann bin ich halt gestorben. Okay. Super, dann haben wir die Geschichte hier auch geschafft. Wir gehen nochmal da unten ins Eck. Zur Vollständigkeit halber. War auch wichtig. Haben wir ja gerade gesehen. Und dann können wir mal schauen, was wir da unten finden. Was wir da unten finden. Okay.
Ui, von was habe ich jetzt eigentlich gerade so viel Gesundheit verloren schon wieder? Okay. Ah, alles klar. Das war jetzt nicht ganz so... Oh! Super. Okay. Da war jetzt ein bisschen was los, mal wieder. So, wir schauen mal, was wir denn jetzt alles wieder verticken. Der Schild kann weg auf jeden Fall. So, der Zauberstab, der da, der da. Leinengürtel, ja, ja, bla bla. Ja, dann hau du mal ab. So, dann sortieren wir das mal. 23, vergiss es, 23, vergiss es. 12 ist aber unmagisch. 47. Statt 40. Feuerschaden um 3% plus 4% Mana, plus 4 Punkte. Eisschaden um 3%. Elektropanzer. So, Giftpanzer kann dann auch weg. Der kann auch weg. So, was ist mit dir? Du kannst weg. Yep. Und das Auge des Manticores. Nee, das kann alles weg. So, dann würde ich hier weitergehen wollen. Ganz vorsichtig. So, da ist Gold, da sind wieder ein paar verderbliche Kreaturen, also Kreaturen, die zu verderben sind. Da ist wieder Gold. Da ist Gold. Dann würde ich ganz gerne meinen Mana wieder ein bisschen auffrischen. Und raus aus diesem Giftnebel. So, da sind wieder lustige Kreaturen. Euer Begleiter ist zurück. Wunderbar. Kann der hier die... So, da unten ist Sackgasse. Wir stellen uns dahin. Und hoffen mal, dass das jetzt... Wunderbar. Und hoffen mal. Autschi, Bautschi. Die haben ganz schön Bums in der Hüfte, hey.
Okay, wir gehen mal hier oben hin. Ja. Da sind die schon wieder. Super. Das heißt C. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 und 1. So, Waffen-Upgrade müssen wir uns überlegen, was wir dann machen. So, hier war Sackgasse. Ja. Auf Wiedersehen. Dann müssten wir jetzt hier ja an diesen Punkt kommen, wo der Endkampf stattfinden müsste. So, ich bin noch ein bisschen versucht, eben mich nicht in die Mitte zu begeben, sondern hier erstmal zu erkunden. Das hier sieht mir... Na. Genau. Das hier sieht mir nach Geheimnis aus, wollte ich doch gerade sagen. So, diese Roboterteile, da habe ich auch keine Ahnung, was ich mit denen machen soll. Ganz ehrlich. Gut, wir haben das Geheimnis gefunden. Dann schauen wir mal. Was wir hier noch tun können. Und dann würde ich sagen, geht's in die Mitte. So.
So, ich regeneriere mich mal kurz.